No, du Scheißfuchs! Ich hab gesagt, das ist ein Drecksfuchs. Oh, Shuttle Crash. Oh. Ich kann Leute retten. Leute retten. Trait Psychopath Depressive. Dich will ich nicht haben. Oh, ich glaube, ich würde am meisten dich retten wollen, vor allem weil du einen neuen Medic hast. Heavy Sleeper. Also ich würde sagen, du rettest unseren Philly. Das ist aber einfach, dass die Karawane halt irgendwann wiederkommt, ne? Hier was anderes können wir nicht tun. Du futterst einfach den Reis aufs Feld. Jo, klar. Aber wir haben kein Essen mehr. Tatsächlich haben wir kein Essen mehr. Kann er kochen? Nein, kann er nicht. Ja gut, er muss jetzt also vom rohen Reis leben. Wir hatten doch gerade noch 10 Essen. Haben die alles mitgenommen, ja? Animal Transport Philly Joints. Nice! Animal Pod Crash. Wir können Schildkröte retten. Rescue Harley. Dann auf geht's, Mr. Man. Hast du sonst irgendwas an? Da ist einfach Gin dabei. Wie wär's, wenn du dir mal eine Hose anziehst? Nicht gut? Da hat zumindest mal eine Hose an hier. Worn by a corpse. Oh, das ist dann... Was? A simple set of pants. Frage ist, mag er das jetzt nicht? Intense pain, awful barrack. I had to sleep in an awful barrack. Not only was it horrible room, but also had to share it. Moment, das stimmt überhaupt nicht. Aber dabei, ach, war da zwei drin. Aber tainted pants, okay, die mag er nicht. Entsprechend sollten wir es vielleicht wieder ausziehen. Kannst du es wieder ausziehen? Please. Ja. Dann pennst du halt einfach erstmal. Tainted pants ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Carol Weiss arrived at Incapitated Refugee. Ah ja, genau. Jump to the direction. So, da wollten wir hier natürlich sein. Das haben wir denn jetzt hier? Überhaupt nichts, was irgendwie... Ja, du bist der mit dem Nahkampf. Du hier, offer help. Rescue joint. Sehr schön. Dann kannst du hier rescue. Dann, achso, können wir hier ihn irgendwie verarzten? Wer von uns ist den besten Medic? Du hast Medic 0,3, du hast Medic 6. Hier. Cannot finish off. Kann ich ihn nicht verarzten? Das ist doch doof. No unreserved prisoner bed in safe temperature. Achso. Gear. Install. Oh, die working on modern tent. Sehr gut. Rescue. So, jetzt verarzten wir ihn mal kurz. 2 hours later. Oh, wie viele Kratzer hat er denn? Holy moly. 5 Conditions need tending. Alter. So, dann würde ich sagen, Reform Caravan, Hearing Accept. Wir nehmen alles mit, basically. Send. Ich glaube, uns geht's Essen aus, ist ein bisschen ein Problem. Kannst du dann irgendwann wieder mal reinbringen? Minor Break Risk, Philly. Needs. Ja, du nimmst halt, du ziehst halt die scheiß Hosen nicht mehr aus, ne? Ist noch eine andere, was eine Hose ist? Being worn by a corpse. Being worn by a corpse. A corpse, corpse. Warum habe ich die überhaupt reingebracht? Aber minor break risk. Dem geht's ein bisschen schlecht. Also das ist jetzt noch alles im grünen Bereich, würde ich behaupten. Ein Kram. Oh, wir sind übrigens nicht mehr bei Frozen. Bräuchte dringend mein Solarpanel.
Aber ich glaube, ich habe niemanden, der es aktuell bauen kann. Weil John ja weg ist. Und John ist unser Solarpanel-Bauer. No! Nö, 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 nö! Das wird doch nix. It's too heavy for a sleeper to be drafted. Oh, come on! Oh, jetzt muss der ausschlafen. Oh oh, das kann bitter enden. Weil der hat fast keine Fighting Skills. Yep, genau das. Und dem geht's gleich richtig, richtig schlecht. Ich hätte vielleicht doch Fallen gebraucht. Das wird doch nix, oder? Oh, der trifft nicht. Er hat keine Melee-Skills. Der hat null Skills. Und weglaufen kann ich es auch nicht mehr. Felix, nee. Oh, shit. Und du bist fucking zu müde. Oder zu... Ach. Melee Level 1, ja geil. Der hat Melee 6 und hat eine Melee-Waffe. Ja, du läufst ewig nicht weg. Das funktioniert halt nicht. Ja. Hau ab! Jetzt kann der hier alles nehmen von mir. Nur weil meine Leute gerade nicht da sind. Ich habe die guten Kämpfer mitgeschickt, weil ich dachte, da könnte was passieren. Ha! Verdient! Problem ist, dass der halt verblutet in 11 Stunden. Ich hoffe, bis dahin bist du munter. 9 Stunden. Rescue Felix, please. Wenigstens das hat funktioniert, ey. Huiuiuiuiui. Was ein knappes Ding. Starvation. Phil. Achso, und du kümmerst dich um das Tier. Ja, sehr gut. Noch besser. Noch besser. Du kannst aber mal... Du kannst was essen gehen, oder? Consume Rice. Besser als zu verhungern hier. Würde ich mal behaupten. Colonist needs rescue. An illness infection in his head. Oh, shit. Philly, es hängt alles an dir jetzt. Hängt alles an dir. Philly, Construct. So. Hier. Ein Grab bauen wirst du ja wohl hinkriegen, oder? Grab ausheben. Das kann doch eigentlich jeder. Heatstroke, Philly. Oh, shit. Ey, kannst du dir noch kurz... burien? Danke. Dann darf sie gerne wieder reingehen. Oh. Der smoked sie erstmal ein für die gute Laune. Das ist okay. Das ist okay, weil der mir sonst durchdreht, glaube ich. Achso, der füttert das noch, das Vieh da draußen. Okay. Schlafen wieder alle. Ich hoffe, das funktioniert, ey. Das ist ganz schön knapp, der ganze Kasten hier. Wenn das alles aber gut ist, dann zu 5 statt zu dritt. Das sollte einiges mehr machbar sein. Können Sie sich wieder um das Bison, was angegriffen wurde von dem blöden Typen? Sehr gut. Infection Major tended. Starvation. Ja, aber er isst ja schon wieder gleich was. Entspannt. Bringt er ihm auch noch was zu essen? Das wäre supi. Sieht danach aus. Sehr gut.
Und er bringt dem Bison auch was. Ja, der kümmert sich super. Er fügt sich schon perfekt ein in die Gemeinschaft, ja. Und dann legt er sich wieder. Er kümmert sich um die Leute, obwohl es ihm schlecht geht. Macht alles erstmal fertig, was sein muss. Jetzt, gerade sofort. Und dann legt sich wieder hin. Das ist... Mua! Ach, das ist doch nicht euer Scheißernst. Das ist doch nicht euer Scheißernst. Vor allem jetzt penn doch wieder. Richtig wieder nicht geweckt, wa? Kannst du mal aufwachen? Das wäre super, dann könnten wir das zusammen angehen. 2 gegen 1 immer eine bessere Option. Noch chillt sie da. Chill weiter, please. Oh, Rest geht runter bei dem? No! Weil er Hunger hat. Und weil er heilen muss, geht Rest runter. Oh, nö. Kann der den nicht wecken? Nee, kann er nicht. Nee, ist nur offen. Ey, greif nicht meine Tiere an. Ich glaube, es hackt. Ich greife meine Tiere an. Wofür das denn? Lass ihn mal kurz so machen. What the heck? Intellectual, Melee, Shooting, Construction, Capture. Und dass du hier nicht munter... Du bist munter. Aber du kümmerst dich ums Tier. Das ist vollkommen fein. Das ist vollkommen fein, wenn du jedenfalls munter bist und mitmachst. Ey, kannst du es bitte rescuen? Danke. Wo läufst du denn jetzt hin? Ach, du hast mehr Medizin. Ja, vielleicht habe ich mich mit der Medizin ein bisschen verpeilt. Der säuft erstmal ein. Erstmal ein saufen und pennen gehen. Also, dass gleich 2 Raids ineinander kommen, die meine Tiere angreifen, finde ich frech. Xili, wie geht's dir? So ein longer incapable of walking. Aber Miles? Achso, das ist mein Bock hier. Okay, sehr gut. Links ist... Ach, komm schon! Hau ab! Links! Disease, Infection, Death, mein Ram ist tot, ach. Moment, darf ich ihn nicht mehr angreifen? Fire at Lynx. Meine Tiere, wenn, dann nehme ich schon das Fleisch. Wenn du irgendwann treffen würdest. Du tot? Jawohl. So, Hall. Hall. Meine Karawane ist wieder da. Finally, ey. So, jetzt muss ich aber natürlich, was ich jetzt nicht mehr habe, ein neues Bett bauen für einmal, Leute. Furniture, Bett. Kommst du jetzt ins Arbeitszimmer? Du bist eh derjenige, der arbeitet. Achso, du machst jetzt... Du machst Drogen. Gerade neu in der Kompanie erstmal Drogen machen. Das ist heute Goods Trader. Achso, und ich muss meine... Hier. No Drugs, No Drugs, No Drugs, No Drugs. Ich stelle Drogen nur her, um sie zu verkaufen. Und Kalle, wir könnten... Also ihr könnt euch aufteilen. Lisman und Philly könnten Xeli und Kalle sein. Wir können die umbenennen. Xeli sagt, klar. Dann bist du jetzt... Das war bei Bio, ne? Okay, dann bist du hier. Kann ich das... Nee. Framer. Das bleibt so. Dann, aber ich schreibe hier Xeli rein. So, und dann haben wir hier Kalle, würde ich sagen. Ups. Bio. Kalle. Philipp Kalle Recker. Du musst traden. Haben wir irgendwas zum Traden? Wir haben eigentlich einiges zu verkaufen. Wenn ich das verkaufen darf. Nee. Die will er nicht haben.
Ihr könnt hier Psyche kaufen. Die Psyche ist, glaube ich, auch Artifact. Achso, nee, da, genau, das ist einfach generell. Archotech Eraser. One use artifact that uses a Venomic Core to erase everything in Race of 10 from existence needs to be manually triggered. Pumpkin Spice, hier gibt's Kaffee. Warrior Genetic Material. Of several different species of warrior-cased insects and predators mixed into one pail of DNA. When administering to a human being, this genome can have a random effect. What? Ben muss erstmal hier wieder sauber machen, wenn er nach Hause kommt. Viel zu schmutzig hier alles. Wir haben den Panther gezähmt. Nice. Der ewig hier schon rumfliegt. Training. Alles soll der trainieren. Das ist natürlich nice. Fütterst du ihm gerade rohes Fleisch? Kalle! Du kannst doch nicht im Kranken rohes Fleisch füttern! Es geht doch nicht! Kalle! Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus hier mit unserem Energie jetzt. Wobei, kochen ist eigentlich... Und kochen und sauber machen ist mein Job. Für die ganze Bagage. Wird gekocht und sauber gemacht von mir. Jedenfalls haben wir jetzt schon mal... Wir haben 12 Joints hier wieder. Und... Aber hier kommt wieder... Jetzt wird wieder das Essen gefreezed. Won't spoil. Sehr gut. Wir haben also unser Energie mit dem Solarkraftwerk auf jeden Fall gefixt. Okay. Solarkraftwerke sind um Welten besser als diese Windkraftwerke. Bin noch nicht sicher. Ich glaube, hier will ich doch noch eine Wand einziehen, weil so ein krasses Essensvorratsding brauche ich dann, glaube ich, doch nicht so riesig. Irgendwo muss ich eine Wand einziehen. Wahrscheinlich hier. Dann habe ich hier die Dreier. Wieder drei ist, glaube ich, ganz gut, weil viele von den Crafting-Sachen drei breit sind. Kalle ist, glaube ich, oberkörperfrei aktuell. Jo, der wollte sich nichts anziehen. Den musste ich schon dazu zwingen, dass er sich eine Hose anzieht. Und die mag er nicht, weil die war mal an der Leiche. Du trägst eine Hose, die stinkt nach Tod. Aber ja, sonst war er komplett nackt, jetzt ist er oberkörperfrei. Aber ich glaube, der hat gar nichts, was ihn irgendwie... Du bist sozial unfähig. Du kannst super gut mit Medizin und Pflanzen umgehen und Tiere magst du auch ganz gerne, aber sozial bist du einfach unfähig. Quest active Breaking Lumi out? What? Breaking Lumi out? What? Lumi Joints? What? Held at the cabin near Benjamin is an underarmed guard. Rescue her and she will join your colony. 26-year-old bounty hunter. She says that 2 turrets, 1 mortar and 2 pirates defend the site and there may be an unknown threat. If you miss this opportunity, you may never hear from Lumi again. Es tut mir leid, Lumi, aber ich sehe nicht, dass ich da hinkomme. Nicht bei der Angabe der Verteidigung mit irgendwelchen Turrets und Mortars und so. Und ich habe im Prinzip keine Rüstung und alles. Nee, tut mir leid. Das sehe ich irgendwie nicht, dass ich da hinkomme. Ich weiß nicht so richtig, wie ich die Umgebung hinkriege, dass die halt nicht mehr als unansehnlich eingestuft wird, außer ein bisschen sauber machen. Aber selbst das reicht meistens nicht aus. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, Leute, das müsst ihr reinbringen. Das ist doch unser Stoff. Können wir nicht einfach unseren Stoff draußen liegen lassen? Guck mal, du kannst eigentlich das hier anziehen. Guck mal, Karl, du kannst einen Rock anziehen. Ist das besser? Ugly environment, cold. I'm so cold, I'm shivering. Achso, weil jetzt da drin bist, ja, okay. Awful barracks stuck indoors. Ship landed frigate? Emergency ride control Mehiv Alpha sent a new ship to land on the planet. A small ship often used for ground recon operations. It has minimal defenses. When destroyed, mechanic presence on the surface will be lowered. If it's left operational, it will contribute to the size of mechanoid attack parties. Das ist jetzt nicht um die Ecke. Okay, jetzt kommen immer mehr Sachen, die auf der Weltkarte passieren. Wo kann ich denn... Soll ich Leichen einfach irgendwo wegschmeißen? Hier so Zone, Dumping Zone. Hierhin?
So, von wegen Storage. Allow Rotten. Allow Corpses. So. Jetzt könnte ich das holen. Okay. Hallihallo, Lumi. Ich zieh aus. Was ist denn los, Lumi? Ich bin dich nicht retten gekommen, leider. Du bist in einem sehr groß, für meine Verhältnisse sehr groß gesicherten Bereich. Ich kann dich nicht holen. Ich mache mir irgendwo eine Handfeld und lebe allein. Nein, du bist jetzt Teil dieser Gemeinschaft und musst hier bleiben. Nix mit, ich mache mir irgendwo eine Handfeld. So, wir können aber jetzt, also das ist jetzt ein Durchgangszimmer, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja, da würde ich es wahrscheinlich auch wieder als Gefängniszimmer benutzen. Wir können übrigens die Tür sogar hier hin machen, das ist ein bisschen kürzer. Moment, wir haben Besucher. Heath Tender from is visiting the colony. He's named. He seems to have a few items to trade. Oh. Das wird also nicht gut. Oh, der darf ich das verkaufen. Die Kacke hier. Hier. Nimm meine Scheißsachen. Sehr schön. Von der kann ich Medizin kaufen. Ich kann Wein kaufen. Und ich habe 530 Clothing? What? Frag Grenade Belt kann ich von ihr kaufen. Ich kann eine Flintlock-Pistole kaufen. Moment, bist du inzwischen gejoint? Er hat halt wirklich einfach die Wand weggerissen und nicht neu gebaut. John! Please! Bringen Sie wieder in Ihr Zimmer! Sie ist eine Gefangene! Gib doch mal eine hart erarbeiteten Joints. Ne, hat die Joints halt wirklich selber gerollt. Hier, Lumi, ich habe die Leute umbenannt. Hier, das ist Kalle. Und er hat wirklich die ganzen 32 Joints, die hier liegen, selber gerollt. Wir bauen die nämlich an, sogenanntes Rauchblatt. Und ich habe aber in den hier allen verboten, Drogen zu nehmen, weil ich die Dinger verkaufen will. Aber er durfte, wo er krank war, weil ich schlechte Laune hatte, einen Joint rauchen. Und danach habe ich es verboten. Also, es ist schon nicht ganz... Und er macht sogar weiter jetzt an Joints. Ich glaube, muss nicht sein, dass es ein Hardcore-Kiffer ist, aber... Was bist denn du für ein Scheiß-Angeber? Wieso Scheiß-Angeber? Ich will die verkaufen, um die eintauschen zu können gegen Waffen und Rüstung und sowas. Nix Angeber. Arbeitgeber. Ach, was bist du für ein Arbeitgeber, nicht Angeber? Ah, Angeber hat für mich sinnvoller gewirkt in dem Zusammenhang. Hallo? Ich bin halt ein Arbeitgeber, der dafür sorgt, dass wir in Zukunft Varianten haben, mit denen wir handeln können. Und Drogen sind halt sehr begehrt. Also handeln wir mit Drogen. Es ist relativ einfach, die dann zu kriegen. Jetzt macht Kalle hier Klamotten für alle. Das ist doch viel besser. Dann ist er nicht mehr, ist er beschäftigt und hat nicht mehr die ganze Zeit Drogen vor Augen. Schokofreak arbeiten keine Schoki essen darf. Hä? Wer in der Schokofreak arbeitet, darf keine Schoki essen. Die gibt's dort einfach nicht. Die darf nicht gegessen werden. Also aktuell bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Niveau, was das Überleben angeht. Könnte, glaube ich, nur nochmal irgendwie einen Freizeitraum erstellen. Aber erstmal werden wir, glaube ich, das hier jetzt Reinstall Add machen und den hier unten reinpacken. Damit er zumindest ein bisschen einen eigenen Raum hat und ne, sich nicht mehr komplett darüber aufregt. Gucken wir hier drüben hin. Können wir nämlich hier noch eine Crafting Bench hinmachen. Ich glaube, ich hatte noch eine, die ich machen wollte. Achso, hier die Art Bench. Genau, ich habe noch keinen Künstler, noch keine Möglichkeit, dass jemand künstlerisch tätig wird. Super wichtig für die Hübschigkeit unserer Unterkunft. Die werde ich aber nicht tragen, also die Kleidung war schon erniedrigend genug, mich in die Hose zu ziehen. Moment mal! Wer redet denn von Hosen? Du trägst aktuell so einen Rock, ja? Weil da bist du nämlich zufrieden damit. Der hat nämlich keinen Gestank von Leiche dran. Also du hast die Wahl, einen Rock zu tragen oder wir machen dir noch eine normale Hose. Wie wär's denn? Also ich würde dir vorschlagen, du nimmst lieber die normale Hose. Ich habe viel zu viel Spaß. Nee. Doch hier, make pants.